Angefangen hat es vor 200 Jahren in einer Zeit großer Not hier in Württemberg, in der viele Kinder keine Chance hatten. Friedrich Jakob Heim, unser Gründer und ein paar Mitstreiter, sahen diese Not und haben beschlossen, etwas dagegen zu tun. Und so begann 1823 die Paulinenpflege, damals mit 11 Kindern. Heute ist die Paulinenpflege ein großes, modernes, sehr ausdifferenziertes Sozialunternehmen mit 1500 Mitarbeitenden, das Jugendlichen und Menschen mit den unterschiedlichsten Unterstützungsbedarfen die Unterstützung bietet, die sie brauchen. Pauline bebt! Elif, das ist mein Gebärdenname und ich mache hier in der Schreinerei eine Ausbildung. Hier im Berufsbildungswerk Winnenden gibt es viele Berufsausbildungen in verschiedenen Bereichen, beispielsweise Buchbinderei, Küche, Hauswirtschaft, Gärtnerei, Schreinerei, wo wir jetzt gerade sind, oder Metallbau. Wir sind hier gerade an der Bodenwaldschule. Das ist eine Einrichtung der Paulinenpflege. Und zu uns kommen Schüler, die an den allgemeinen Regelschulen, die öffentlichen Schulen, die da Probleme hatten mit dem Lernen, aber auch mit dem Stillmitarbeiten mit anderen Klassenkameraden oder mit den Lehrern Konflikte hatten. Und wenn die Konflikte so groß werden, dass die Schulen sagen, das geht nicht mehr bei uns, dann kommen die zu uns und bekommen hier eine neue Chance. Und wir versuchen dann ihnen auch wieder Freude am Schulalltag zu vermitteln und Freude am Lernen. Insgesamt 21 Klienten. Der Jüngste ist gerade aktuell 21 und der Älteste 63. Bei unseren Klienten gehen alle in die Werkstatt, also tagsüber. Und wir im Endeffekt auf der Wohngruppe, wir begleiten dann den Alltag von den Klienten, unterstützen sie, sodass sie eben teilhaben können am Leben.